Hallo, schlechte Nachrichten. Ich muss den Review diese Woche leider ein bisschen anders machen. Ich habe Probleme mit dem Ton gehabt. Der Ton ist kaputt auf der Aufnahme, völlig unbrauchbar. Ich habe das, was man nutzen kann, jetzt zusammengeschnitten in so einem kleinen Ding, was ich jetzt nicht wirklich als offizielles Video bezeichnen möchte, aber dadurch, dass das reviewte Produkt oder die reviewten Produkte ganz witzig waren, wollte ich euch das Ganze nicht vorenthalten. Tut mir leid, nächste Woche kommt wieder ein richtiges Video. Ich habe leider nicht die Zeit, um mit Snersatz richtig zu produzieren. Ich werde allerdings kommendes Wochenende ein bisschen vorproduzieren, sodass solche Lücken nicht auftreten sollten. Viel Spaß trotzdem und sorry. Hallo Halli, hier sind wir wieder beim fröhlichen Reviewen von Zeugs. Hier haben wir zwei Eier, Überraschungsei-Klone. Einmal von TokoTV, glaube ich, ist das hier. Pinea, ich habe keine Ahnung, wie diese Sendung heißt. Egal. Und das zweite aus dem Bioshop, Billigvariante, werden wir uns auch anschauen. Fangen wir mit TokoTV an. Ich packe das ganze Ding einfach direkt mal aus. So sieht die Verpackung aus. Nichts Besonderes, ein paar Comicfiguren drauf. Es ist nicht geeignet für Kinder, die jünger sind als 3 Jahren. Sad Onion. Ansonsten, naja, langweilige Verpackung. Weg damit. Öffnen wir das Ei. Bröselig, wie beim letzten Mal auch. Die Schokolade schmeckt ja, besser, noch deutlich besser. Ja. Und was ist drin? Ein Stück Plastik auf jeden Fall. Moment. Okay, hier ist ein Label. Mal gucken, was das ist. Oh nein. Das ist wirklich toll. Es ist einfach wirklich nur ein Stück Plastik, das man auf einen Bleistift stecken kann. Wow. Also, das unterschreitet das, was ich erwartet habe, um ca. 5 Millionen Mal. Das ist das Ding. Kann man auf den Bleistift stecken. Da kommen dann noch Aufkleber drauf. Naja, ich baue es mal zusammen. Und so sieht es dann aus. Wow. Ja, welches Kind würde sich das für zu Hause nicht wünschen oder in der Schule zum Schreiben? Ich habe, glaube ich, eine kleine Vorstellung, was ich damit gleich machen werde. Naja, nächstes Ei. Das Biomarktei. Langweilig, ehrlich gesagt. Ich packe es jetzt einfach mal aus. Wenn ich es ausgepackt kriege. Das Ei. Überraschung steht auf mehreren Sprachen drauf. Im Prinzip ist die Überraschung wahrscheinlich die, dass es keine Überraschung sei ist für das Kind. Ponchito oder keine Ahnung, was das ist. Die Schokolade ist ein bisschen heller als von dem anderen. Man kann wahrscheinlich hier nicht wirklich gut sehen. Naja, egal. Ich gucke rein und brösel. Und hier ist das ein. Ich probiere die Schokolade. Ja, doch. Ein bisschen schlechter als die letzte, definitiv. Was ist in dem Ei drin? Ich muss hervorheben, dass die Öffnung hier anders funktioniert. Ich will das auch nochmal zeigen. Und das, was drin ist, ist abschrecklich. Denn, das muss ich jetzt mal hier ein bisschen frei machen, in diesem Ei ist Verpackungsmaterial. Yay! Welches Kind freut sich nicht über Verpackungsmaterial? Was zur Hölle ist das? Ah, das kenne ich doch. Diese Dinger kann man, wenn man sie nass macht, miteinander verkleben. Ich mache das jetzt einfach mal mit meinem Speichel. So, jetzt ist der Spucke dran und die Dinger kleben aneinander. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich jemals in einem Überraschungsei hatte. Naja, kommen wir zum wichtigsten Punkt. Dafür brauche ich das hier mal. Oh, das brennt. Gar nicht mal so gut. Ah, doch, jetzt brennt's. Oh, und es hört nicht auf zu. Es hört nicht auf zu brennen. Jetzt hat's aufgehört. Sehr gut. Tolles Spielzeug, das nicht aufhört zu brennen. Was machen wir jetzt mit diesen komischen Erbsen hier? Am besten auch anzünden. Nehmen wir das hier. Gucken, ob die brennen. Ja, die brennen auch.
So, das war's. Weil das ein bisschen langweilig war, habe ich jetzt noch das hier.